Ja moin, ich bin Jan Sören und ich erkläre euch heute ein paar Positionen und deren Aufgaben. Dafür habe ich mir drei Stück aus der Offense und drei Stück aus der Defense rausgesucht. Ja, schaut es euch an, habt Spaß und ich hoffe, es weckt dem einen oder anderen auch das Interesse. Also, wir fangen an mit der ersten Position. Das ist wohl die bekannteste beim Football, der Quarterback. Der Quarterback ist dafür zuständig, die Spielzüge durchzuführen. Und dazu hat er mehrere Möglichkeiten. Das sind entweder der Pass, der Run, also der Lauf, dem er einem Spieler hinter sich, dem sogenannten Running Back, gibt. Oder auch selber läuft. Diese Option hat der Quarterback. Und kann dementsprechend selbstständig entscheiden, je nachdem, wie die Defense eben reagiert. Als nächste Position kommt dann der Wide Receiver, der sogenannte Passempfänger. Das ist ein schneller, agiler Spieler, der den Ball von dem Quarterback eben fängt. Er bekommt bei dem Spielzug eine bestimmte Route angesagt, die er dann eben laufen muss. Und der Quarterback entscheidet sich eben je nach Verhalten der Defense, ob er demjenigen dann eben den Ball gibt oder entscheidet über generell, wem er den Ball hinwirft bei der Route. Als dritter Spieler von der Offense habe ich mich entschieden, euch auch die O-Line natürlich vorzustellen. Die O-Line ist ein Faktor für den Quarterback in dem Sinne, dass sie sozusagen sein Bodyguard sind. Die O-Line sind die schweren Jungs und die sind sozusagen, die beschützen den Quarterback vor der Defense. Sie wollen dem Quarterback die Zeit geben, dass er das Feld sozusagen scannen kann nach seinen Passempfängern, um halt dementsprechend zu entscheiden, den Ball anzubringen an den richtigen Mann. Wir gehen weiter in die Defense. In der Defense habe ich mich für drei Positionen entschieden. Der erste ist der sogenannte Linebacker. Der Linebacker ist dafür zuständig, einen Lauf zu stoppen von der Offense. Das heißt, der Running Back, der vom Quarterback den Ball bekommt und dann versucht, Yards zu erlaufen, wird von dem Linebacker in erster Linie dann halt versucht zu gestoppt. Der Linebacker hat einen Lieblingsspielzug, den sogenannten Blitz. Das heißt, wenn der angesagt ist für diesen Linebacker, kommt er direkt nach vorne geschossen und versucht halt eben denjenigen, der den Ball hat, entweder der Quarterback oder der Running Back, halt dann umzutackeln. Als nächstes habe ich dann den Defensive Back. Das sind auch die schnellen und agilen Typen. Die verteidigen die sogenannten Wide Receiver, die ich schon aus der Offense erklärt habe. Die werden sozusagen den Wide Receiver decken. So eine Art Manndeckung gibt es zum Beispiel. Und diese machen sie dann halt, indem sie mit diesem Spieler mitlaufen oder auch in einem Zonendeckung gehen. Das heißt, sie laufen in einen Bereich, decken den ab, wenn da einer durchläuft, verteidigen sie diese, indem sie da den Ball abfangen. Oder sie laufen mit dem Mann mit dem Wide Receiver aus der Offense und versuchen ihm den Ball halt eben wegzunehmen. Oder so, dass er ihn auf jeden Fall nicht fangen kann. Ja, um das zu verhindern, dass die Offense einen First Down erzielt. Neue vier Versuche sozusagen. Ja, und die dritte Position ist dann der D-Liner. Der ist auch einer der schwereren Jungs, steht direkt gegenüber der O-Line von der Offense. Die versuchen die O-Line eben durch die O-Line, durch die Lücken eben zu kommen oder halt eben außenrum, um den Quarterback oder den Running Back, je nachdem wer von den beiden gerade den Ball hat, umzutackeln. Generell gibt es noch mehrere Positionen. Wir haben auch sogenanntes Special Teams. Da gibt es sogenannte Kicker, die den Ball kicken, Returner, die den Ball von dem Kicker zurücktragen, dann aus der anderen Mannschaft. Alles speziell natürlich ist das nochmal alles zu erklären. Aber ich denke, für den Anfang vielleicht ein paar Interessenten, dass es halt eben viele verschiedene Möglichkeiten gibt, von der Statur her hier bei uns auch eben mitzumachen, bei der Familie hier zuzugehören und hier halt eben auf jeden Fall Spaß zu haben am Football. Ja, Jansson, vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen die Position vom Football näher gebracht hast und wie man alles oder wie das alles abläuft, was man machen muss. Sehr Mir fällt gerne. hier aber irgendwie schon den ganzen Zeit hier dieses Ding auf. Schweine schwer und bling bling wie Sau. Erklär uns kurz, was es mit dieser Kette auf sich hat. Ja, das ist unsere sogenannte Turnover Chain, die
das ist sozusagen eine Auszeichnung für unsere Defense, für den Defense-Spieler, der sozusagen den Ball erobert aus der Offense. Es kann sein, dass er einem Spieler den Ball entreißt, der den Ball verliert und man ihn dann aufnimmt. Oder man halt den Pass vom Quarterback abfängt und sozusagen unsere Offense dann wieder aufs Spielfeld bringt. Ja. Und das ist dann sozusagen eine Auszeichnung. Genau. Wenn ich das hier sehe, in was für einer Truhe das Ding jedes Mal mitgebracht wird, ist schon begehrt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist sozusagen ein kleiner Motivator für jeden Spieler auch so ein bisschen. Ne? Und und das bringt natürlich auch ein bisschen Spaß. Und, genau. Gut, das war's von Lemmy and Deck Football Teil 2. Heute hat Jan Sören uns ein bisschen die Positionen erklärt und weiter geht's am Freitag dann mit Eggy und da geht's dann darum, was ihr mitbringen müsst, um beim Football richtig Spaß zu haben. Das war's von hier. Ciao. Genau. Bye. Black Shots, are you ready? Yeah! Begin!